Emily Kemper und ich bin hier auf der Dressurgala in Wickrath. Bin hier die Dressurprüfung Klasse M4 in Juren geritten mit dem Pferd Den oder Keinen, aber das ist nicht mein eigener, sondern ein Ersatzpferd. Spontan musste der einspringen, deshalb habe ich jetzt erst ca. seit einer Woche mit dem trainiert. Man braucht halt ein paar Tage, um sich einzufinden und das Pferd auch kennenzulernen. Aber da ich mit meinem Trainer da jeden Tag dran trainiert habe, ging das eigentlich jetzt ganz gut. Erwartungen hatte ich jetzt nicht groß. Ich habe halt gehofft, dass es wie zu Hause im Training klappt und ich zufrieden bin, dass jetzt kein großer Fehler passiert. Bei dem muss man halt besonders darauf achten, dass er ziemlich ruhig bleibt. Deshalb ist halt wichtig, auf dem Abreiteplatz viel Schritt zu reiten, ihn oft zu klopfen und auch teilweise im Schritt ganz in Ruhe lassen, dass er wirklich entspannt bleibt. Also die Prüfung an sich lief eigentlich gut. Es fing an mit der Trabtour, hat alles gut geklappt. Und dann kam die Schritttour, da vielleicht ein paar kleine Haker. Dann kam die Galopptour, das war eigentlich auch alles okay. Ich hatte zwei kleine Fehler in den Wechseln, aber sonst war ich echt ganz zufrieden, auch für die kurze Trainingszeit. Eigentlich muss ich sagen, dass ich vor Turnieren nie nervös bin. Auch komischerweise heute, obwohl ich das andere Pferd geritten, war ich jetzt auch gar nicht nervös. Normalerweise ist bei mir, mit meinem anderen Pferd Turniere, ist das immer alles so auf den letzten Drücker. Und da heute halt die Besitzerin von dem Pferd mit war und das alles geplant hat, war, muss ich sagen, lief alles sehr pünktlich, was eigentlich nicht so typisch für mich ist. Ich finde die Dressurgala gut, weil viele Prüfungen für Junioren oder junge Reiter halt ausgeschrieben ist, also viel für den Nachwuchs und dass das Ganze dann sowas gefördert wird.